Leute und willkommen hier bei LeoCraft. Im letzten Tutorial zum IMS-System habe ich euch ja bereits gezeigt, wie man Items einlagern kann bzw. aus dem Lager rausholen kann, die nur 16 mal stackbar sind. Heute habe ich wieder eine kleine Neuerung zum IMS-System. Und zwar kann man mit dieser Neuerung das EMS-System von beiden Seiten aus anfahren, je nachdem wie man es baut. Bisher war man davon abhängig, dass die Weichen eingeschaltet wurden, wenn der Zug abbiegen sollte. Durch diese Neuerung kann man es genauso gut bauen, dass die Weichen ausgeschaltet werden, wenn der Zug abbiegen soll, sodass man dadurch dann auch von der Seite das EMS-System benutzen kann. Das heißt, wenn ein leerer Zug von der Seite kommt, würde er einfach durchfahren. Das Ganze habe ich hier bei diesem neuen IMS-System, welches ich gerade am entwickeln bin, benötigt, als ich bei der Verteilerstation das genau angewendet habe. Das sieht man, von der Seite würde der Zug einfach durchrauschen und bei dem System hier vorne würde das, so wie es hier gebaut ist, noch nicht gehen, aber mit der Neuerung, die ich euch zeige, geht das. So, wie wird es gebaut? Zuallererst fangen wir an, wie wir es immer machen. Wir gehen hier zwei Blöcke hin, tun da drauf einen Komparator, davor auch nochmal zwei Blöcke, ein Redstone, zwei volle Blöcke natürlich, ein Redstone oben drauf, dann gehen wir einen Block runter, noch ein Redstone oben drauf, dann kommt da unten rein unser Verstärker und da kommt eine Fackel hin, die sollte angehen. Dann können wir hier wieder einen Trichter drauf tun, einen hier in den Komparator rein zeigen und einen auf die Fackel bzw. der wird dann an unsere Trichterstraße angeschlossen. Denkt dran, bei den Trichtern immer mit Shift-Klick am besten arbeiten, wenn ihr was dran setzen wollt. Und dann sollte das so aussehen, wie es jetzt aussieht. Im zweiten Schritt tut ihr dann hier drei Hilfsblöcke hin und setzt dann hier in die obere Hälfte des obersten Blocks ein Redstone hin. Dann könnt ihr das wieder abreißen. Dieses Redstone führt in einen Block. Das wird dann durch die Fackel invertiert. Führt dann wieder zurück. Und bepowert schlussendlich dann hier die die Weiche mit einem Redstone. Davor kommt ein Block und hier dann ein Redstone-Verstärker. Theoretisch wird es aber auch mit einem Komparator gehen, aber der Redstone-Verstärker ist deutlich besser geeignet. Damit ist das System angeschlossen. Wichtig ist jetzt noch einmal die Weiche eventuell neu reinhauen und hier auch wieder dicht machen. Dann könnt ihr euer System auch anschließen. Bedenkt dran, dass ihr hier nicht aus Versehen powert. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Die rechte Seite ist fast gleich, der untere Aufbau, die linke Seite, also von hier aus gesehen, linke Seite, ist etwas anders, aber nicht sehr viel schwerer zu bauen. Dann könnt ihr das System noch einrichten, dazu ist es, wie ich schon mal in dem Video gezeigt habe, bei Normalfall bei 64 mal stackbaren Items überall eins rein. Und den Rest hier durch tun, sodass sich die Anzahl dann auf 18 reduziert. Im anderen Fall, also von nur 16 mal stackbaren Items, kommt in jeden Slot nur ein Item rein. Dann geht das auch. Ich hoffe euch, ich konnte euch hier mit sehr viel Bauarbeit ersparen, da man jetzt von beiden Seiten her das IMS-System bauen kann. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.